herzlich willkommen zu der nächsten Folge unserer Fastenexerzitien. Und wir schauen, wie wir aus so Couch-Potatos vielleicht so gesalzene Kartoffeln sind, werden, die gut schmecken, die, ja, die einfach etwas hermachen. Ja, und wenn die Kartoffel schon gewachsen ist und man sie geschält hat, damit sie gekocht wird, braucht man eine wichtige Zutat. Und diese ist nämlich das Wasser. Das trifft sich ziemlich gut, weil am heutigen Sonntag wird auch ein Evangelium gelesen, wo Jesus vom Wasser spricht. Dass er selber derjenige ist, der ein Wasser uns geben kann, das uns wirklich Leben bringt. Nicht etwas, was nur Durst hervorruft oder ja, also Durst kurz stillt, sondern etwas, was unseren Durst wirklich in Ewigkeit stillen kann. Und das bedeutet, dass mit diesem Wasser etwas ganz Wichtiges gemeint ist. Also Wasser umgibt eine Kartoffel in einem Topf. Und so ist es auch mit diesem Wasser, das Jesus meint. Womit stillst du deinen Durst eigentlich? Was ist es, das du immer zu dir nimmst, damit du ja, dich wohlfühlst, damit du das Gefühl hast, alles ist in Ordnung? Und es sind viele Dinge. Also oft ist es das Essen oder also die sozialen Netzwerke oder belanglose Freundschaften oder körperliche Beziehungen, die eigentlich nichts bringen und so weiter und so fort. Es sind viele Dinge, die nicht immer an und für sich schlecht sind. Also meistens sind es einfach gute Dinge, auf die wir zurückgreifen. Also Essen ist etwas sehr Gutes, finde ich. Und andere Dinge sind auch gut, nur wir verwenden sie manchmal falsch. Aus diesem Grund, weil man sich sehr oft denkt, damit kann ich meine Traurigkeit wegessen zum Beispiel oder mich darüber hintrösten, dass ich keine Menschen um mich habe, die, ja, die ich gerne habe, die mich gerne haben. Dann sucht man irgendwelche Freundschaften, die vielleicht das Gefühl vermitteln, dass man geliebt ist oder angenommen oder akzeptiert wird. Und Jesus schlägt uns etwas ganz anderes vor. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil dessen, was wir in der Fastenzeit tun können und sollten. Nämlich nach ihm zu greifen. Dass das, was mich umgibt, von Jesus kommt. Das, womit ich meinen Durst stille, von Jesus ist. Und das bedeutet, zuerst musst du schauen, wonach dürstet dich überhaupt? Ist es die Nähe eines anderen Menschen? Weiß ich nicht, Freundschaften, Akzeptanz, Sicherheit oder sonst was? Es sind viele Dinge, die einem fehlen könnten. Und wenn du schon siehst, was dein Durst ist, kannst auch sehen, womit du diesen Durst stillst. Und meine Einladung ist, das ist auch eine sehr gute Übung, glaube ich, einfach zu schauen, wie kann ich mit Jesus diesen Durst stillen? Wo kann Jesus diesen Durst stillen? Ich gebe dir jetzt kein Rezept, kein fertiges Rezept dafür, aber es sind meistens einfache Dinge. Wenn du dich nach jemandem sehnst, der dich annimmt, akzeptiert, bete zum Vater, wie Jesus es getan hat. Wenn du Freunde brauchst, ja, freunde dich mit Jesus an. Wenn du, was weiß ich, nach Menschen suchst, die dir das Gefühl geben, du hast alles richtig gemacht in deinem Leben, schau auf Jesus. Er wird dir zwar vielleicht zeigen, auch wo du Falsches gemacht hast, wo du falsche Entscheidungen getroffen hast, aber er ist derjenige, der dich bedingungslos liebt. Ja, das wäre eigentlich alles für heute. Also
diese Einladung Jesu an uns, aus dem eigenen Durst zu stillen, was den Durst wirklich stillen kann. Also was von Jesus kommt, was von Gott kommt. Wenn jemand das genauer nachlesen will, Johannesevangelium, 4. Kapitel, kann man selber schauen, vielleicht spricht das Wort auch zu dir. Und ich wünsche euch viel Erfolg in dieser Woche, in dem, was ihr tut, sich Jesus zu nähern auf deine ganz persönliche Art und Weise. Stille deinen Durst aus dem, was Jesus schenkt. Friede und Gutes und bis zum nächsten Mal.